Hey, yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht mit Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs, Ringkrieg, nach wie vor mit den Elben. Boah. Nicht das Umschalten vergessen und nicht vergessen zu gucken, ob die Aufnahme auch wirklich läuft. So, das haben wir. Ja, 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 ja. Sehr gut. So, wir haben noch ein paar böse Schlachten ausstehend. Das Schöne ist, wenn wir so weitermachen mit den Territorien, dann gewinnen wir das bald. Und dann kann ich endlich anfangen. Endlich, endlich. Ja, lustig. Mit Patch 202. Oh Gott. Und das wird unglaublich spannend. Oh. Irgendwo habe ich wieder eine Allergie. Das ist im November. What the fuck? Sehr unangenehm, wenn die Augen im November drehen und du denkst, eigentlich müsste der Scheiß weg sein. Von mir aus könnte es auch Dauerschnee haben. Wäre mir auch wurscht. Also Allergien sind wirklich nervig wie noch was. Das ist sehr schlimm. Es gibt viel zu tun. Etwas geht hier vor sich. Ja, du machst. So. Wir müssen uns sammeln. Wir dürfen nicht zögern. Geschwind. Schauen wir mal, ob ich das hier so hinkriege. Ich mache jetzt einfach irgendwas, das passt dann schon. So. Die Gnade der Elben. Wir müssen den Schatten aufhalten. Dann haltet mal. Das ist eine Orkhöhle. Ist das egal. Ein kleines Orklager. So. Unsere Stadt wird größer. Das darf ich auch erwarten. Das Gebäude ist fertig. Bereit. Wir haben einen Vorposten entdeckt. Oh, Vorposten ist gut. Wir müssen uns sammeln. Sie verdienen keine Gnade. Ja, aber du verdienst den Level ab. Irgendwann, wenn du nach 1000 Millionen Schlägen das bisschen Schutt kaputt gemacht hast. Die greift so langsam an. Wofür ist sie eigentlich gut? Du zum Heilen und für Stufe 10, ansonsten kann die nichts. Aber so Zeug kaputt zu ballern bringt wenigstens schöne Erfahrung. Das hat auch was. Ja, schön. Schön mit den Silberdorn feilen, ne? Ich werde euch führen. Mehr Rüstung, mehr Schadenrüstung. Das Schöne ist, der hat das zweimal. Der kann richtig krass geboostet werden. Zeig mal, wie viel Schaden machst du da? Das ist ja gar nichts. Aber er greift schneller an. Mehr Schaden, mehr Rüstung, schneller Angriff. Ach, und Rüstung. Okay, nicht doppelt geboostet. Ich dachte, den könnte man doppelt boosten, aber mit Angriff und Zings zusammen ist auch nicht schlecht. Was geht hier vor sich? Eindringlinge! Naja, ist okay. Level 8. Das ist doch nicht schlecht. Geht schon, geht schon. Das Gold brauche ich gerade eh nicht. Tückische Brut, genau. Na, schafft er das oder verreckt er jetzt? Ja, irgendwo wird es aber gehen, oder? So. Ja, gewiss. Türmchen bauen sie. Naja. Kaputt machen und gut ist. Und wir haben einen Feind vernichtet. Nein, irgendwo hat er noch einen Baumeister. Jetzt geht das Gesuche nach dem Baumeistern wieder los. Da ist einer. Yay! Woo! Gewonnen! Das war so schwer. Nein. Bei Patch 202 bin ich echt mal gespannt. 158,0. Das können sich sehen lassen. So, das wird da uns... Wie soll er denn das schaffen? Hä? Wie? Oh Gott. Ich glaube, da splitte ich meine Army. Eine links oben, eine rechts unten. Und dann baue ich mich wieder ganz normal auf und gewinne instant und fertig. Was will er sonst machen? Easy. Easy, easy. Schauen wir mal. So. Werkzeuge bereit. Ah, die ist ja schon ziemlich gut gesplittert. Dann machen wir das so. Die dahin. Dahin und ihre noch dahin.
So, dass die jetzt keinen Angriffsbefehl haben, ist natürlich doof, aber die lasse ich jetzt erstmal auseinander stieben, stäuben, gehen, wie auch immer, und dann passt das schon. So, hier die Kaserne hin. Ja, der Ort ist nie geeignet, kennen wir doch schon. So. Tja, wie sie das einnehmen wollen, frage ich mich ernsthaft. Ah, ich krieg Menschenkatapulte als Elben, weil Elben keine Ents bekommen hier oben. Interessant. Der Stein ist grün, das haben sie sich auch schön ausgedacht. Grüne Steine, wieso auch nicht? So, passt. Das Gebäude ist fertig. Türsche Ich zu. bringe das Baumaterial. Bin schon Fertig. unterwegs. Ein vortrefflicher Bauplatz. Seid wachsam. Türsche zu. Bildet rein, Ja. Aber es brennt nicht, seht ihr? Es brennt nicht. Wir haben eine Kaserne errichtet. Ist aber ein kleines Leuchtfeuer. Es sind nicht viele Stufen. Das sind nicht viele Stufen. Ich glaube, der gute Pippin musste damals weiterlaufen. Oh, die sind beide da oben. Spannend. Oh, da stirbt aber eine Menge weg. Na, schaut's mal, ob sie den Drogoth nicht doch irgendwie töten können. Eigentlich ja Schwachsinn, die Pfeile dem was anhaben können. Vielleicht könnten die Pfeile ein bisschen Schaden an der Membran, der Flügelmembran machen, aber ansonsten sollten die Schuppen so dicht sein, dass da nichts ist, aber. Gut. Extra für Flugkreaturen da jetzt. Ja. Eine Balliste oder sowas zu bauen, wäre natürlich auch designtechnisch fragwürdig. Nichtsdestotrotz ist es nicht zwingend logisch. Von meinem Standpunkt aus, nachdem Drachen ja keine echten Creatures sind in dieser Welt, in der wir jetzt gerade leben, ne? Nicht mehr zumindest. Und es gibt auch keine Hinweise darauf, soweit ich weiß, dass sie mal gibt. Also, ne? Jetzt war recht cool, aber whatever. Sind's halt nach wie vor Fantasy Creatures. Und da kann man sich Regeln ausdenken, wie man lustig ist. Und dass die Augen tränen, ist wirklich nervig. Also ich wünsche niemandem eine Allergie zu haben. Es ist schlimm. Allergien sind echt ekelnervig bis zum geht nicht mehr. Also wirklich sehr nervig. Und unnötig. Allergien sind das Unnötigste auf der Welt. Ich glaube, eine Allergie rettet einem nie das Leben oder so. Also nicht, dass sie irgendeinen wirklichen Sinn hätte. Und ja, ich weiß, die Augen zu reiben ist nicht gut, aber jetzt. Ah, Mann. Kühlen müsste man halt. Ne? Ich frage mich halt auch, was es ist, wo ich jetzt so allergisch drauf reagiere. Ich weiß es nicht, weil es ist November. Was blüht im November? Eigentlich nichts mehr. Oh, von dem her, keine Ahnung. Uff. Entweder habe ich irgendwas von draußen mitgeschleppt oder jemand hat irgendwas gekauft und in der Wohnung aufgestellt, wo ich jetzt reagiere oder... Ja, ist nicht. Das fing gestern schon an. Aber ansonsten keine Ahnung, was da jetzt noch groß sein soll. Ja, Allergien sind so unpraktisch. Und Hypersensibilisierung kostet halt einfach Geld, ne? Ich weiß nicht, ob meine Kasse das zahlen würde. Obwohl es echt nice wäre. Und dann wäre ich den ganzen Schwachsinn noch nicht los. Dauert aber auch ein paar Jahre, bis das durch ist, so eine Hypersensibilisierung, das ist das Problem. Und ob man Lust hat, jeden Monat oder jede 2 Wochen, ich weiß nicht genau wie, zum Arzt zu gehen. Vielleicht hat einer von euch oder in eurem Umfeld, das würde mich mal wirklich interessieren. Wenn einer von euch, die das Video jetzt schauen, oder einer eurer Bekannten, Verwandten, wie auch immer, mal eine Hypersensibilisierung, heißt es, soweit ich weiß, gemacht haben. Und mir könnte da mal jemand was drüber erzählen, wie das abläuft, wie das so funktioniert, hat es funktioniert, ist es besser gewesen, musstet ihr das selbst zahlen oder nicht? Hat die Kasse das übernommen? Wenn ja, unter welchen Gegebenheiten? Das täte mich wirklich mal interessieren. Wie schaut das aus? Weil ich bin mit Sicherheit nicht der Einzige, der eine Allergie hat. Und wenn ihr da irgendjemanden kennt, der euch da vielleicht mal 2, 3 Sätze zu sagen könnte, dann wäre das echt super. Weil tatsächlich ist... Es ist nicht schlimm, aber es ist unglaublich nervig. Und ja,
Es ist eine Belastung, es ist tatsächlich, man kann es als Einschränkung der Lebensqualität bezeichnen. Weil es geht an die Nerven, es zehrt an den körperlichen Kräften. Das meint man zwar nicht so, ja, Trainer die Augen ein bisschen, bum bum bum. Stimmt auch, es ist jetzt nicht lebensbedrohlich oder furchtbar oder super schlimm, aber definitiv extremst nervig. Und wenn ich könnte, ohne Allergien zu leben, wäre das super. Vor allem, weil ich echt gerne Katzen mag. Also das ist mit nichts zu vergleichen, wie heftig cool ich Katzen finde. Aber ich habe eine Katzenhaarallergie, obwohl es da ja eigentlich der Speichel sein soll. Aber wie auch immer, Katze schlecht für mich. Nicht jede, aber durchaus manche. Leider. Und das tut schon im Herzen weh. Wenn man wirklich ein Tier sehr, sehr, sehr gern hat und geht halt eigentlich nicht, weil man halt, na, es ist belastend, durchaus. Es ist jetzt nicht der Weltuntergang, ich lebe seit 25 Jahren ohne, dass ich groß Kontakt zu Katzen habe. Aber es ist halt doof, wenn man jetzt auf einer Straße irgendwo oder im Wald oder was weiß ich wo rumstreunt, spazieren geht, sorry, lol, und sieht eine Katze, ja, und denkt sich, boah, cool, streicheln, ja, ist nicht. Und das ist halt schon doof. Ja. Aber das ist halt dann, boah. Sehr doof, sagen wir so, es ist wirklich sehr doof. Werkzeuge bereit. Wenn man nicht mal wirklich Kontakt zu so einem Tier haben kann, welches einen tatsächlich sehr fasziniert, dann ist das durchaus schade. Sehr sogar. Also da tätet ihr mir tatsächlich einen riesen Gefallen machen, wenn jemand von euch da Erfahrung hat. Ihr müsst jetzt nicht für mich Erkundigung einholen, das ist Schwachsinn. Aber halt so, vielleicht was Aktuelleres, keine Ahnung, wenn da jemanden kennt und kann dann sagen, ja, so und so war das bei mir, so läuft es ab, gezahlt wird unter diesen Umständen. Also das wäre schon ziemlich nice, weil ich bin da schon öfter am Liebäugeln mit am Überlegen, soll ich es machen oder nicht, und bisher ist halt nichts draus geworden. Ich weiß auch nicht, ob das der Hausarzt machen kann. Oder ob das ein anderer Arzt machen muss. Oder ob man da in eine Klinik führen muss. Oder keine Ahnung. Ja. Weil es ist auf jeden Fall nervig, wenn man da immer hin muss. Man muss ja nach jeder so einer Spritze, soweit ich weiß, eine halbe Stunde dann warten, falls man einen Schock bekommt. Ja, ob hypophylaktischen oder so Schock heißt das, irgendwie so in der Art. Ist auch nicht schön, wenn sowas passiert. Und bei mir wären es tatsächlich eine Menge Allergien, die man so ausmerzen müsste. Und ich glaube, das täte tatsächlich eine ganze große Weile dauern. Von Lebensmitteln über alle Pollen. Also ich bin so gegen so ziemlich alles reagiere ich. Auch so ziemlich alles. Und puh, ja, ne. Dann halt noch diverse Tiere. Also Streu, Heu. Wirklich alles mögliche, was blühen kann, reagiere ich drauf. Da gibt es echt wenig, wo ich nicht drauf reagiere. Tiere halt auch. Keine Ahnung, Meerschweinchen, Hase ist glaube ich irgendwie mit dabei. Katzen leider, Hunde weiß ich nicht so genau. Geht glaube ich, warum auch immer. Tatsächlich bin ich kein Hundemensch. Ich verurteile niemanden, der Hunde mag, aber ich kann es nicht nachvollziehen. Ich bin absoluter Katzenmensch. Wenn man mich so klassifizieren wollen würde, dann müsste man das so machen. Ja. Na, das sind die Geschichten. So. Rest muss man sehen. Also, ich weiß nicht. Das wäre auf jeden Fall etwas, was mich sehr interessieren würde. Ah ja. Dann greift's den Feind an. Ah ja, da drüben ist er. Auch interessant. Toll macht er das. Ihr Blödköpfe.
Könntet ihr euch vielleicht? Und ihr euch vielleicht. So. Oh, da ist Rogasch. Da muss ich aufpassen. Den will ich nicht anlocken. Wenn sie irgendwo einen Rogasch hat. Und der läuft. Ja, ja, der läuft. Haut's da bloß ab. Wow, macht der Schaden. Na, ein Glück, dass ich das irgendwie überlebt habe. Die Truppe hätte ich jetzt sehr ungern verloren, muss ich gestehen. Ja, das kostet schon ein bisschen was. Ja, haut's den, haut's ihn tot. Schießt? Nice. So, besiegt. Genau. Schön mit Pfeilerinus, Spickedinus und dann Tschüssikowski. Auf Wiedersehen. Ciao. Läuft. Läuft eigentlich ganz gut. Wir sind mal da unten. Ja, nicht so ganz. Hier kommen aber viele Truppen. So, Casternal fertig. Ich baue gleich eine Instant-Schmiede. Viel ausbilden kann ich hier eh nicht. Das Limit ist bei 360 gesetzt. Mir geht nicht. Und dann ist halt, dann ist er auch wieder vorbei. Das ist halt das Ding. So, was hat's hier noch alles? Baumeister, den müsste ich töten. Allerdings ist der jetzt nicht die größte Priorität. Nachdem hier so viel anderer Kram auch funktioniert. So. Habe ich nur noch zwei Bataillone? Oh, das ist aber doof. So, die können die Rüstung gut gebrauchen. Ach, schön! Toll! Durchgebrochen sind sie. Ja, super. Was soll denn der Schwachsinn jetzt? Was soll das denn? Aber hier können wir schön leveln, das hat auch was. Ich bin ja mal gespannt, ob die Bogenschützen das jetzt schaffen oder ob die alle sterben. Schießt, schießt, schießt. Ja, okay. Kein Problem. Gar kein Problem. Die hauen ja alles kaputt. Eine Rüstung hätte ich gar nicht bauen müssen. Ah ja. Egal. Passt schon. Das spielt doch keine Rolle. So. Der Bannerträger brauche ich auch nicht. Das sind ja fast Stufe 2. Mann, was mache ich für einen Schwachsinn? Verteidigt eure Häuser! Ja, verteidigt eure Gehöfte mal. So, der Turm auch total nutzlos, aber was denn? Erhöht den Schaden deutlich. Ich bin wirklich bei Patch 202 gespannt, was sich da alles tun wird. Künftig. Bin echt gespannt. Das ist schön. Wir machen gleich Silberdorn-Pfeile. Ah, und geschmiedete Klingen. Ja, warte mal, warte mal, warte. Da, das machen wir jetzt noch schnell. Das können wir ja noch schnell machen. Naja, du sollst das Ding nicht angreifen. Oh, nee, warte. Da geht's. Ich wusste gar nicht, dass ich hier drei reingebaut habe. Tja, so, das können wir abbrechen, das braucht's nicht. Ne? L. Wieso L? Das wäre cool, wenn sie das geändert hätten, auch im Patch, die Hotkeys. Einfach nur zu Quirt und fertig, wie ich schon mal gesagt habe. Das wäre das Beste. Quirt, Q, also hier als Standard, was war das? S,
SGT oder so? S Wir haben das Gebäude aufgestellt. D, SFD ist auch in Ordnung, obwohl SG, warte, GFD, GFD. Ja, passt schon, aber der Rest halt Quirk, ne? Dass hier das Q ist, R, nee, W, E, R, T. Das wäre easy, das wäre das Beste. Das wäre super. Aber ob es das je geben wird, ich weiß es nicht. Aber vielleicht haben sich da mal ein paar findige Strategen Gedanken drüber, wieso kann ich da nicht bauen? Haben sich überlegt, hey, wie wäre das, wenn wir das so... Wow, 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 wow. Kann das jetzt schießen? Weiß ich nicht. Wartet doch mal, ich will noch die Silberdom-Pfeile bauen. Ja, genau. So, jetzt. Juhu! Das war doch schön. Das war doch wunderschön. 12,58, passt. Wieder verteidigt gegen den Rogash. Aber er hat zwar gesehen, was der für Schaden macht. Das ist echt nicht lustig. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Thank you.